Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und es ist diesmal kein echtes Tutorial, dass ich euch irgendwie zeige, wie man was machen kann oder euch etwas vorzeichne, vormale und ihr es dann eins zu eins übernehmen könnt, sondern wir wollen heute ein bisschen mehr in die Entspannung gehen und uns mehr auf die Pinselführung und Farben, unsere Aquarellfarben hier konzentrieren. Und das können wir tatsächlich ganz gut machen, indem wir einfach mal ganz abstrakt arbeiten mit den Aquarellfarben. Ja, da könnt ihr euch wirklich mal so richtig austoben und einfach mal ein paar Pinsel bereithalten. Gar nicht jetzt unbedingt die nehmen, die ich auch verwende. Ich schalte mich einfach immer mal ab und zu an und sage so ein bisschen, welche Farben und welche Pinsel ich verwende. Aber ansonsten ist eigentlich alles euch überlassen. Probiert auch gerne mal Farben und Farbkombinationen aus, die ihr sonst gar nicht so oft verwendet auch, ne? Also, dass ihr wirklich, macht euch gute, coole Musik an, die euch wirklich auch so bewegt, wo auch ihr merkt, da kommt ein bisschen was, da wird ein bisschen was in euch hervorgerufen. Und dann legt einfach mal drauf los. Versucht das einfach mal. Es ist nicht ganz so einfach und es ist schon ein bisschen schwer, da einfach mal drauf loszulegen. Aber ja, ich kann euch nur sagen, dass man tatsächlich viel über sich selbst lernt, über seine Kreativität, über seine eigene Ästhetik. Die kann man tatsächlich mit so einer Übung sehr, sehr schön schulen. Und ihr könnt solche coolen Hintergründe natürlich auch nehmen, um dann noch was drauf zu lettern oder so oder als Karte verwenden. Also es ist gar nicht, sage ich mal, für umsonst gemalt, sondern ja, also viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Für die abstrakten Aquarelle brauchen wir natürlich wieder unsere Farbpaletten. Wir brauchen Aquarellpapier, wir brauchen Wasser natürlich und auch einen Pinsel. Hier ist es jetzt wichtig, mir geht es gar nicht darum, macht es so, wie ich es mache, sondern wirklich lernt eure Farben und eure Pinsel kennen und lasst dabei wirklich sehr, sehr coole Sachen entstehen, die einfach ein bisschen abstrakter sind und gar nicht, wo es da so sehr um das Motiv geht, sondern macht euch coole Musik an, macht mich hier, macht dann einfach auf stumm, wenn euch das hier in mein Gerät auf die Nerven geht. Nee, macht euch echt coole Musik an, konzentriert euch auf die Farben, auf den Pinsel und lasst das so ein bisschen fließen. Versucht euch, das ist am Anfang sehr, sehr schwer. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz tolle Übung, um einfach eure Farben kennenzulernen, um eure Ästhetik zu schulen. Versucht ein bisschen die Farben zu mischen und einfach so ein bisschen locker mit der Hand und dem Pinsel auf das Papier zu gehen. Ich habe mir jetzt einfach mal den französischen Holzaufsatzpinsel genommen. Mit dem kann ich einfach schön variieren. Ich habe eine ganz tolle Spitze oder wenn ich größer malen möchte, dann habe ich einfach eine schön breite Fläche, einen schönen Pinselkörper sozusagen. Und ja, ich versuche jetzt hier mir einfach so ein paar Farben, die mir einfach so gerade ins Gedächtnis kommen, einfach mal zu nehmen. Und fange hier einfach mal an mit einem dicken Strich, den ich ganz dünn werden lasse. Ganz dünn, so. Zack. Und gehe auch hier tatsächlich so mal übers Blatt rüber. Bisschen in Blau rein. Und hier kommen jetzt nur so ganz dünne Striche. Um dann aber mit einem, ich glaube, Violett. Kleineren Pinsel geschnappt, weil sich das irgendwie gut angefühlt hat und gebe einfach hier noch mehr Farbe in die noch feuchte Farbe. Ich arbeite jetzt hier nass in nass. Für das zweite Bild nehme ich mir einfach mal einen Sima-Pinsel. Für das zweite Bild nehme ich mir einfach mal einen Sima-Pinsel. Ich habe jetzt hier, sieht man schon so ein bisschen Farbe. Hier beim Rumhantieren ist mir jetzt ein bisschen Farbe drauf gekommen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und nehme mir Opera Rose. Das ist ja ein sehr krasses Pink. Und versuche mal in einem Kreis das anzuordnen, meine abstrakte Kunst. So. Und hier ist es wichtig,
Was so ein Bild ästhetisch schön machen kann, ist tatsächlich, dass man immer ein bisschen variiert vielleicht, ne? Also wenn ihr das möchtet, dass man immer mal so ganz helle Stellen hat und dann wieder Stellen, die so ein bisschen kräftiger sind, einfach um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ja. Mein nächstes Bild benutze ich einfach mal einen flachen Pinsel und schau mal, was ich hiermit so zaubern kann. Ich trage erstmal so Farben auf, die ich gar nicht so häufig aktuell verwende, so dieses Ocker.